Einen schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Ich darf mich bei Ihnen vorstellen. Ich habe die Freude und Ehre, den heutigen Abend zu moderieren. Mein Name ist Wolfgang Kahl. Ich bin Professor für öffentliches Recht hier an der Universität Heidelberg und zurzeit auch Dekan meiner Fakultät. Ich werde Ihnen jetzt den Referenten des heutigen Abends einführen und dann wird Herr Richter des Bundesverfassungsgerichts Huber uns den Vortrag halten und danach besteht dann die Gelegenheit zur Diskussion, die ich leiten darf. Liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, vor allem aber sehr geehrter Herr Richter des Bundesverfassungsgerichts Huber, lieber Peter. Als Fachkollege, als Dekan und nicht zuletzt persönlich ist es mir eine Freude, Ihnen den Referenten des heutigen Abends vorstellen zu dürfen. Die Ruperto Carola Ringvorlesung beschäftigt sich in diesem Wintersemester mit dem Oberthema Structures. Es wird gefragt, wo Strukturen auftreten und mithilfe welcher Konzepte sie fassbar gemacht und beschrieben werden können. Hierbei werden Strukturen im Menschen, in sozialen Gemeinschaften, in der Natur, in der Literatur und Kunst behandelt und gegenübergestellt. Dieses Tableau wäre unvollständig ohne die Behandlung der Strukturen im Recht, die das Thema des heutigen Vortrags von Peter Michael Huber bilden. Genauer gesagt wird es um einen Teilausschnitt aus dem Recht gehen, aber um einen besonders wichtigen und besonders aktuellen, nämlich um Strukturen in der nationalen und in der europäischen Verfassung. Die Universität Heidelberg hätte für dieses Thema kaum einen geeigneten Referenten gewinnen können als Peter Michael Huber. 1959 in München geboren und nach dem Studium der Rechtswissenschaften eben dort im Jahr 1987 mit einer Arbeit über Grundrechtsschutz durch Organisation und Verfahren bei Peter Badura promoviert, wurde Huber 1991 mit einer Schrift über Konkurrenzschutz im Verwaltungsrecht ebenfalls unter Betreuung von Badura habilitiert. Nach Stationen in Augsburg, Jena und Bayreuth lehrt und forscht der Referent seit 2002 an der Ludwig-Maximilians-Universität München und ist seit 2010 Richter des Bundesverfassungsgerichts im zweiten Senat, also in dem staatsorganisationsrechtlichen Senat, dort zuständiger Berichterstatter, unter anderem für Fragen der europäischen Integration. Das Thema der europäischen Integration treibt Huber vom Beginn seiner wissenschaftlichen Laufbahn bis heute ununterbrochen um. Zum Beleg hierfür seien an dieser Stelle nur Pars pro Toto als Frühwerke, sein Lehrbuch zum Recht der europäischen Integration und seine Monographie Maastricht, ein Staatsstreich? Fragezeichen. Sowie aus jüngster Zeit sein mit Armin von Bogdandy und ausländischen Kollegen herausgegebenes, neunbändiges Monumentalwerk Jus Publicum Europaeum genannt. Bereits im Jahr 2000 trug Peter Michael Huber auf der Staatsrechtslehrertagung zum Thema europäisches und nationales Verfassungsrecht vor. Hier betonte er die Begriffsprägung von Paul Kirchhoff von der EU als einem europäischen Staatenverbund, die das Bundesverfassungsgericht bekanntlich in sein Maastricht-Urteil übernommen hat. Nach Huber bezeichnet dieser Begriff kein Transitorium auf dem Weg zur europäischen Staatsgründung, also zum europäischen Bundesstaat, sondern vielmehr einen flexiblen Ordnungsrahmen für die immer engere Union der Völker Europas. Innerhalb dessen es vor allem, so Huber, um die Sicherung des Demokratieprinzips gehe. Die für den heutigen Vortrag interessierende Frage nach Strukturen im nationalen und europäischen Verfassungsrecht ist hier bereits angesprochen. Die Sicherung von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit, auch und gerade unter den Bedingungen integrierter und vernetzter Staatlichkeit im Verfassungs- und Verwaltungsverbund. Das ist wohl das zentrale Thema, das unseren Referenten umtreibt und zu dem er sowohl als Wissenschaftler als auch als Richter Grundlegendes beigetragen hat. Getragen vom europafreundlichen Geist, aber nicht unkritisch blind europäisch,
sondern auch den kulturellen, politischen und rechtlichen Eigenwert souveräner Nationalstaatlichkeit und nationaler Verfassungen im Europa der Vaterländer nicht verkennend. Als überzeugten Europäer treiben Huber zuletzt etwa wie so viele und auch völlig zu Recht gerade die rechtsstaatlichen und demokratischen Erosionsprozesse in mittel- und südosteuropäischen Staaten um, denen gegenüber die europäische Rechtsgemeinschaft noch immer ziemlich rat- und hilflos wirkt. Ich vermute, wir werden später im Rahmen der Diskussion auch auf dieses Thema zurückzukommen haben. Neben dem Verhältnis von nationalem und europäischem Verfassungsrecht in demokratischer und rechtsstaatlicher Perspektive forscht Peter Michael Huber zu zahlreichen anderen Rechtsfragen, insbesondere dem allgemeinen Verwaltungsrecht, dem Wissenschaftsrecht und vor allem immer wieder zu Problemen und zur Lage des deutschen Föderalismus. Hier plädiert er für eine Bewusstmachung der Vorzüge des oftmals gescholtenen, ungeliebten Bundesstaats, tritt ein für mehr experimentellen, kompetitiven Föderalismus, sieht aber auch, dass die Deutschen, wie zuletzt die Corona-Pandemie wieder gezeigt hat, mehrheitlich eher ein Volk der Unitaristen und Zentralisten sind und außerdem nur sehr wenige Ministerialbürokratien auf Länderebene faktisch überhaupt in der Lage und gewillt sind, eigene legislative Akzente zu setzen. Wir dürfen also, Sie merken es bereits, auf einen Referenten uns freuen, der auf erfrischende Weise für klare Thesen steht. Dabei, wenn notwendig, auch gegen den Strich bürstet und keine Scheu hat, anzuecken, sondern im Gegenteil die Rolle des Provokateurs mitunter sogar ein wenig zu genießen scheint. Etwa, wenn er, der konservative Staatsrechtslehrer, seit vielen Jahren einer der profiliertesten Vorkämpfer für mehr direkte Demokratie, auch auf Bundesebene ist. Früher hätte man so etwas respektvoll einen konservativen Querdenker genannt. Heute scheut man diese Bezeichnung, nachdem der Begriff Querdenker seit geraumer Zeit leider in Verruf geraten und auf eine Weise besetzt ist, die nun so gar nichts mit dem Denken unseres Referenten zu tun hat. Ganz im Gegenteil. Hubers Ansatz ist stets staatstragend, verantwortungsbewusst und zwar freiheitsorientiert, aber auch den Gemeinschaftsbezug sowie den staatlichen wie individuellen Pflichtengedanken nicht vernachlässigend. Die vielfältigen wissenschaftlichen Ideen und Forderungen unseres Referenten erhalten bei alledem eine besondere Wirkmächtigkeit, nicht nur aus ihrer Überzeugungskraft, sondern auch aus dem Umstand, dass sie nie rein theoretisch blieben. Sie verlieren sich nicht in wolkigen Höhen höchster Abstraktion, sondern sind auf erfreuliche Weise geerdet, erfahrungsgesättigt gewonnen aus dem fruchtbaren Wechselspiel von akademischer Reflexion und praktischer Betätigung. Denn in verschiedenen Funktionen war und ist es Huber seit über 25 Jahren möglich, seine Überlegungen auch in Verfassungsrealität zu übersetzen. Als das Gegenteil eines Elfenbeinturmwissenschaftlers, sondern als Public Intellectual, der seine Stimme im allgemeinen öffentlichen und politischen Diskurs erhebt, hat er zahlreiche Ämter in Selbstverwaltungseinrichtungen wie dem Deutschen Juristenfakultätentag und dem Allgemeinen Fakultätentag, aber vor allem herausragende Staatsämter bekleidet. Von 1996 bis 2002 war er Richter im Nebenamt am Oberverwaltungsgericht Thüringen, von 2003 bis 2004 Mitglied der Föderalismuskommission I, die sich mit der Modernisierung des deutschen Föderalismus beschäftigte. Von 2007 bis 2009 war Huber Mitglied des Staatsgerichtshofs Bremen. Anschließend wirkte er ein Jahr als Innenminister in Thüringen. Und Ende 2010 wurde Peter Michael Huber dann zum Richter im Zweiten Senat des Bundesverfassungsgerichts ernannt. In diesem Amt ging er und geht er bis heute in ganz besonderer Weise auf. Er wirkte als Berichterstatter an zahlreichen wichtigen Urteilen des Gerichtes mit, insbesondere in Europaangelegenheiten. Erwähnt seien nur beispielhaft
die Entscheidungen zur Europäischen Bankenunion, zum Europäischen Patentgericht, aber vor allem zur Euro- und Finanzkrise der EU, namentlich zu den Staatsanleihekaufprogrammen der EZB. Für besonderes Aufsehen über Deutschland hinaus sorgte zuletzt das PSBP-Urteil vom 5. Mai 2020. In dieser Entscheidung nahm das Bundesverfassungsgericht erstmals einen sogenannten Ultra Vires-Akt an, indem es dem EuGH sowie dem EZB-Rat mittelbar kompetenzwidriges, also über die in den Verträgen formulierten Grenzen hinausgehendes Handeln bescheinigte. Das war eine klare Ansage. Bis dahin hieß es häufig von Kritikern, das Bundesverfassungsgericht sei, bildlich gesprochen, wie ein Hund, der zwar viel belle, aber nie zubeiße. Nun hatte das Gericht kraftvoll unter Beweis gestellt, dass es, wenn notwendig, durchaus auch zubeißen kann. Dass das Zubeißen dem Betroffenen Schmerzen bereitet, liegt in der Natur der Sache. Entsprechend groß war der Aufschrei in Teilen von Literatur und Politik, entsprechend deutlich die Reaktion aus Brüssel und Luxemburg. Sogar ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland wurde eingeleitet, am Ende aber dann doch hellsichtigerweise, wie ich meine, eingestellt. Von Europarechtlern wurde Karlsruhe vorgeworfen, es habe mit seinem Urteil den Verfassungsgerichten etwa in Polen und Ungarn eine Steilvorlage für die Missachtung des Vorrangs des Unionsrechts geliefert. Meines Erachtens überzeugt diese Kritik nicht. Das Kooperationsverhältnis zwischen Bundesverfassungsgericht und Europäischem Gerichtshof wurde durch das PSPP-Urteil nicht, wie behauptet, aufgekündigt, sondern vielmehr mittelfristig weiter entfaltet und gefestigt, da ein vertrauensvolles und gutes Kooperationsverhältnis eben auch die Bereitschaft zu Offenheit und Kritikfähigkeit voraussetzt. Das Urteil stellt erst recht keine pauschale oder grundsätzliche Absage an Vorrang und Einheit des Unionsrechts dar, wie sie kurz darauf in schwerwiegender Verletzung der Verträge der polnische Verfassungsgerichtshof vorgenommen hat. Es betrifft vielmehr nur einen sehr begrenzten Einzelfall. Über diesen hinaus wirkt es als produktiver Anstoß zur Selbstvergewisserung der Hauptakteure in Sachen effektiver gerichtlicher Kontrolle im Europäischen Verfassungsgerichtsverbund. Voraussetzung für das Funktionieren der EU als Rechtsgemeinschaft und als demokratische Organisation ist, dass der demokratische und rechtsstaatliche Kontrollauftrag von allen Gerichten ernst genommen wird, im Interesse der Freiheit des Einzelnen und der objektiven Legalität. Auch in Luxemburg zum Teil ernster genommen wird und weniger einseitig ausgeübt als in der Vergangenheit. Meine sehr geehrten Damen und Herren, Sie sehen also, unser Referent ist ein höchst profilierter, fachkundiger, prinzipienfester und, wenn von seiner Sache überzeugt, auch konfliktfähiger Experte zum Verhältnis von nationalem und europäischem Recht und speziell zur Rolle der Gerichte im europäischen Rechtsraum. Mit anderen Worten, er ist, wie eingangs erwähnt, einer der international anerkanntesten Kenner gerade der Strukturen des deutschen und europäischen Verfassungsrechts, womit wir beim Generalthema der Ringvorlesung wieder sind. Nun aber habe ich Ihre Geduld reichlich strapaziert, zugleich aber auch, so hoffe ich, Ihre Vorfreude auf den uns erwartenden Vortrag ein wenig gesteigert. Wir sind sehr gespannt, lieber Peter, deine Überlegungen zum Thema Strukturen in der nationalen und in der europäischen Verfassung zu hören. Du hast jetzt das Wort. Respektables, lieber Wolfgang,
Aus meiner Sicht könnten wir die Veranstaltung hiermit beenden. Für mich wäre das gut gelaufen und ich würde sagen, im Hochgefühl deiner Elogen nach Hause fahren und meiner Frau sagen, ja, war gut. Aber ich befürchte, dass sie dann vielleicht doch ein bisschen zu kurz kämen und den Abfall nicht miterleben würden zwischen der Einführung von Herrn Kahl und mir. Meine Damen und Herren, Strukturen national und in der nationalen und der europäischen Verfassung. Ich habe mir eine Zeit lang überlegt, wie man die Sache angehen kann. Man könnte nach den Textstrukturen fragen, was der ein oder andere juristische Kollege macht, und etwa die nationale Verfassung, das Grundgesetz, daraufhin durchleuchten, was uns sein Aufbau in 14 Abschnitten sagt, welche Botschaft damit verbunden ist, dass erstmals in der Geschichte der Grundrechtsteil in den ersten Abschnitt gewandert ist und die Verfassung mit Artikel 1 der Würde des Menschen beginnt oder ursprünglich, wie es der Herr Chiemseer Entwurf vorgesehen hatte, beginnen sollte mit: Der Staat ist um des Menschen willen da, nicht der Mensch um des Staates willen. Man könnte auch mit Blick auf die europäische Verfassung, ob Europa eine Verfassung hat, ist unter Juristen seit Jahrzehnten umstritten. Ich komme darauf nochmal zurück. Aber man könnte mit Blick sozusagen auf den Korpus, den das Verfassungsrecht der Europäischen Union ausmacht, das sogenannte Primärrecht, das im EU-Vertrag und im Vertrag über die Arbeitsweise niedergelegt ist, ebenfalls nach Strukturen fragen, zum Beispiel nach ihrer völkerrechtlichen Grundierung und der Frage, ob diese europäische Verfassung wirklich so vollständig vergleichbar ist mit der deutschen, der französischen oder der italienischen Verfassung. Man könnte sich mit Dieter Grimm die Frage stellen, dass diese Verfassung, vor allem soweit es den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union angeht, nicht sehr detailreich ist. Sämtliche Politikbereiche des Lebens mit unterschiedlichen Zielvorgaben und Verfahrensvorschriften bedenkt, erwachsen natürlich aus dem alten EWG-Vertrag und damit eine, Grimm hat das, Überkonstitutionalisierung des Europarechts bewirkt, die dazu führt, dass eigentlich niemand mehr etwas ändern kann von dem, was einmal als Inhalt dieser vielen hundert Artikel festgestellt worden ist. Insbesondere der Europäische Gesetzgeberrat und Europäisches Parlament, aber selbst der Vertragsgeber, die Mitgliedstaaten, kaum mehr in der Lage sind, eine Art, neudeutsch würde man sagen, Override zu machen, wenn sie mit einer bestimmten Rechtsprechung nicht einverstanden sind. Was dann bleibt, ist, das hat der Generalanwalt Tantschew in einem etwas rüden Schlussantrag Ende vergangenen Jahres mal so ausgedrückt, nur noch das Prinzip Vogel frisst oder stirbt. Und wenn du mit dem, was der Gerichtshof in Luxemburg erkannt hast, nicht zufrieden bist, musst du austreten. Man kann aber Strukturen auch anders verstehen, und so hat sie, glaube ich, auch Wolfgang Kahl verstanden, nämlich als inhaltliche Vorgaben, mehr oder weniger deutlich aufscheinende, sagen, Verstrebungen innerhalb der beiden Teilrechtsordnungen, die das Gerüst, das imaginäre Gerüst unseres Staatsaufbaus und des Aufbaus der Europäischen Union bestimmen. Dafür spricht zum einen, dass das Begriff Strukturen in diesem Zusammenhang durchaus auftaucht.
Für die Juristen unter Ihnen, es gibt einen Artikel 23 Absatz 1, der die Mitgliedschaft Deutschlands in der Europäischen Union regelt. Und dort ist etwa geregelt, vorgesehen, dass die Bundesrepublik Deutschland nur an einer Europäischen Union mitwirkt, die demokratischen, rechtsstaatlichen, sozialen und föderativen Grundsätzen, dem Grundsatz der Subsidiarität, verpflichtet ist und einem dem Grundgesetz im Wesentlichen vergleichbaren Grundrechtsschutz enthält. Diese Vorschrift nennt die Kommentarliteratur und auch das Bundesverfassungsgericht Struktursicherungsklausel, worunter man offensichtlich versteht, dass Demokratie, Rechtsstaat, Subsidiarität, Kompetenzverteilung, Grundrechtsschutz Strukturen einer Verfassung sind. Dass das nicht so ganz abwegig ist, zeigt auch der Blick in unsere innerstaatliche Rechtsordnung im Verhältnis zwischen Bund und Ländern. Nach unten, wenn Sie denn wollen, wenn das andere Bild sozusagen nach oben und nicht zur Seite geht, enthält Artikel 28 Absatz 1 das sogenannte Homogenitätsgebot. Danach muss das Leben in den Ländern den Grundsätzen des republikanischen, demokratischen und sozialen Rechtsstaats im Sinne des Grundgesetzes entsprechen, vom Bundesverfassungsgericht wiederum als Strukturvorgaben beschrieben für die Verfassungsautonomie der Länder. Diesem Verständnis, diesem inhaltlichen Verständnis von Strukturen will ich mich im Folgenden widmen und möchte zunächst anhand des Grundgesetzes drei wichtige und zentrale sozusagen Strukturvorgaben, die auch mit Blick auf unsere Mitgliedschaft in der Europäischen Union und die Herausforderungen, die in diesem Zusammenhang auftreten, von Bedeutung sind, erwähnen bzw. beschreiben. Den Rechtsstaat, den Föderalismus und den Grundsatz der offenen Staatlichkeit. Bevor ich dann sozusagen auf die andere Seite der Medaille gucke und die Europäische Union in ihrer Grundstruktur kurz beschreiben möchte und dann auf das Pendant zur Kompetenzverteilung, das Prinzip der begrenzten Einzelermächtigung und den Grundrechtsschutz eingehen will, um auch zu zeigen, dass diese Strukturen, wenn sich etwa das Skelett eines Wolkenkratzers und die Stahlträger vorstellen, die über die Ränder hinaus weisen, auch hier sozusagen nicht an der Hausecke enden, sondern das gesamte Gebäude mittragen. Mein Bild für die europäische Rechtsordnung war ich immer, und auch das wären Strukturen, dass es sich wie um einen Tisch handelt, wo die Platte sozusagen der Korpus des europäischen Rechts ist, das aber auf 27 Füßen ruht, die die Verfassung, die Rechtsordnungen der Mitgliedstaaten ausmachen. Nun also zu den drei deutschen nationalen Verfassungsstrukturen, die auch deshalb von besonderer Bedeutung sind, weil sie einen spezifisch deutschen Beitrag zum Verfassungsstaat westlicher Prägung beinhalten und uns tendenziell von unseren Freunden und Partnern in Europa und der westlichen Welt abgrenzen, wo es Nuancen jedenfalls an Unterschieden gibt, die, wenn man keine überbordene interkulturelle Kompetenz hat, und die ist in Berlin ebenso wenig sagen ubiquitär wie in Paris, Rom oder London, häufiger zu Spannungen, Verständnisdefiziten oder Ähnlichem führt. Vielleicht kann ich an dieser Stelle die EZB-Präsidentin in ihrer früheren, ganz früheren Rolle als französische Finanzministerin erwähnen, die im Rahmen der Auseinandersetzungen um den europäischen Stabilitätsmechanismus bei den Beratungen mal gesagt hat, forget about the treaty. Wir schauen jetzt nicht, was in den Verträgen drinsteht, sondern wir schauen, welches Problem wir lösen müssen. Etwas
Ein Satz, der auch in der mündlichen Verhandlung in Karlsruhe eine Rolle gespielt hat und in Deutschland geradezu als Hochverrat empfunden wurde, als Hochverrat an der Rechtsgebundenheit staatlichen Handelns, was unsere französischen Freunde deutlich entspannter sehen, mit einem nicht weniger legitimen, aber eben anderen Zugriff oder Neudeutsch Approach. Die beiden erstgenannten Strukturprinzipien des Rechtsstaats und des Föderalismus haben dieselbe Wurzel und reichen tief in unsere Geschichte hinein. So tief, dass die meisten das in der Schule gar nicht mehr lernen. Ich weiß nicht, wie es in Baden-Württemberg ist, aber in vielen anderen Ländern vermutlich nicht mehr. Nämlich bis in das 13. Jahrhundert und zum Beginn sozusagen der allmählichen Ordnung des Heiligen Römischen Reiches mit sogenannten Grundgesetzen. Dem Statutum in Favorem Principum von 1231, der Goldenen Bulle von 1356, dem Augsburger Religionsfrieden von 1555, dem Westfälischen Frieden von 1648, die einerseits eine besondere Rechtsverhaftung politischen Handelns in Deutschland nach sich gezogen haben, da komme ich gleich darauf zu sprechen, und gleichzeitig auch der politischen Fragmentierung unseres Landes den Weg geebnet haben, auch weil in Heidelberg in dieser Zeit noch zur Kurpfalz gehört hat und Baden-Württemberg noch nicht mal am Horizont erschienen war. Zum Rechtsstaat. Wie in England, wie gesagt, so begann auch bei uns die Entwicklung des Rechtsstaats damit, dass die Fürsten vor der kaiserlichen Zentralgewalt Schutz haben wollten und in Grundgesetzen wie den gerade erwähnten und anderen ihre Rechte niedergelegt haben. Und mit der Zeit gab es nicht nur diese Grundgesetze, sondern es gab, und auch das ist für die Strukturen unserer Verfassung, für unser Denken und für unsere Rechtskultur bis heute prägend, Gerichte, die diese Rechte exekutiert haben. Vor allem das 1495 errichtete Reichskammergericht, das in vielen Städten gesessen hat, am Schluss in Wetzlar war, und das etwa die Religionsfreiheit als Grundrecht aus dem Jus Reformandi der Landesherren und diesem Grundsatz des Augsburger Religionsfriedens Cuius Regio eius Religio sukzessive herausgearbeitet hat und damit über Jahrhunderte jedenfalls zu einer, wenn man andersgläubig war, nicht sehr behaglichen, aber doch friedlichen Regelung geführt hat. Der parallel daneben existierende Reichshofrat beim Kaiser in Wien hat immerhin ausgangs des 17. Jahrhunderts die Hexenverbrennungen in Bamberg beendet, also einen souveränen Fürsten durch Richterspruch daran gezwungen, halbwegs souveränen Fürsten, durch Richterspruch gezwungen, in seinem schändlichen Tun fortzufahren. Eine Vorstellung, die in jedem anderen europäischen Land dieser Zeit, glaube ich, nur Kopfschütteln, Stirnrunzeln oder basses Erstaunen hervorgerufen hatte, dass Richter so etwas können. Daraus entwickelt sich in der Gesellschaft ein Verständnis von Recht, das politische Macht begrenzt, was in der schönen Legende des Müllers von Sanssouci im 18. Jahrhundert, der Friedrich dem Großen entgegengehalten haben soll, die Wirklichkeit war viel unangenehmer, aber entgegengehalten haben soll, il y a des juges à Berlin, wenn du König mir meine Mühle nehmen willst, wende ich mich an das Kammergericht in Berlin und dort bekomme ich Gerechtigkeit. Das hat ihm nicht so viel geholfen, aber am Ende
hat es den Weg geebnet zur Kodifikation des allgemeinen preußischen Landrechts 1794, wo so wichtige Grundsätze wie der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit, der uns auch im Zusammenhang mit der Europäischen Zentralbank wieder begegnet, erstmals ihren Ausdruck gefunden haben, aber auch Institute des Entschädigungsrechts bei Eingriffen in Freiheit und Eigentum, über die wir auch im Jahre 2022 noch nicht so richtig hinaus sind. Jedenfalls konnte Immanuel Kant Ende des 18. Jahrhunderts in einer kleinen Schrift über das vermeintliche Recht aus Menschenliebe zu lügen formulieren: Das Recht muss nie der Politik, wohl aber die Politik jederzeit dem Recht angepasst werden. Descartes oder wer auch immer hätte so etwas nie formuliert. Das 19. Jahrhundert verschärft oder bekräftigt und verstärkt und vertieft diesen Ansatz mit dem Aufkommen des Rechtsstaats. Der Rechtsstaat verliert seine Kopplung an den Föderalismus mit dem Ende des Reichs, aber schon im Vormärz kommt der Gedanke auf, dass die Macht der Fürsten durch die Repräsentation des Bürgertums in den Landtagen oder dann der Nationalversammlung in Frankfurt begrenzt werden kann. Und es entsteht die Idee von der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung, dass die Verwaltung sich an das vom Parlament beschlossene Gesetz halten muss, die Verwaltung des Fürsten. Und dass Eingriffe in Freiheit und Eigentum nur möglich sind, wenn die Repräsentanten des Bürgertums dies auch in Gesetzen gebilligt haben, der sogenannte Vorbehalt des Gesetzes, der noch heute unter dem formellen Verständnis des Rechtsstaats eine ganz zentrale Rolle spielt. Eine Sache ist das nichts anderes als eine organische und logische Weiterentwicklung der bis ins Mittelalter zurückreichenden Wurzeln, die im 19. Jahrhundert erst materiell-rechtlich perfektioniert wurde, aber dann auch funktional dadurch, dass wieder Gerichte auf den Plan treten. In den 60er, 70er Jahren des 19. Jahrhunderts werden in fast allen Ländern, als erstes in Baden, Verwaltungsgerichtshöfe errichtet, die die Aufgabe haben, dieses Recht, das in den Worten Otto Meyers, des Ahnvaters unseres Verwaltungsrechts, die Aufgabe hat, die flutende Masse der Verwaltungstätigkeit einzudämmen, dieses Recht durchsetzen müssen gegen die monarchische Exekutive und die Obrigkeit. Paradigmatisch ist auch insoweit das berühmte Kreuzberg-Erkenntnis des preußischen Oberverwaltungsgerichts vom 14. Juni 1882, wo es darum ging, ich weiß nicht, wer von Ihnen das Kreuzberg-Denkmal, es gibt es immer noch, angeschaut hat, je in Berlin. Das war errichtet worden in Erinnerung an die Befreiungskriege und den Sieg über Napoleon. Und die Bauvorschriften Berlins sahen vor, dass die Häuser nicht so hoch gebaut werden dürfen, dass der Blick auf dieses der patriotischen Erbauung dienende Denkmal versperrt werden soll. Die Grundlage war aber nur eine Ermächtigung zur Abwehr von Gefahren im allgemeinen Landrecht. Und die Frage war, wie weit geht diese Ermächtigung? Darf man auch patriotische Erbauung, Kultur letztlich, auf dieser Grundlage durchsetzen? Und das preußische Oberverwaltungsgericht hat das damals verneint und damit sozusagen den Weg bereitet zu einem restriktiven, liberalen Verständnis unseres Verwaltungsrechts und ernst gemacht mit dem Vorbehalt des Gesetzes. Diese Entwicklung geht weiter. Weimar ist keine große Zäsur. 1924 schreibt Otto Meyer, von mir schon erwähnt, in der dritten Auflage seines allgemeinen Verwaltungsrechts, 24, der Kaiser hatte abgedankt, die Weimarer Republik war 5 Jahre in Kraft. Groß Neues ist nichts nachzutragen.
Verfassungsrecht vergeht, Verwaltungsrecht besteht. So sah er das damals, was aber jedenfalls zeigt, dass die Kontinuität meiner Erzählung und der Entwicklungsgeschichte über die Weimarer Zeit sich fortsetzt und natürlich drastisch abbricht in der Herrschaft des NS-Regimes, in dem es nur noch den Satz gab, dass der Wille des Führers oberstes Gesetz ist. Das war die Negation einer 700-jährigen Entwicklungsgeschichte und Tradition. Nach 1945 hat man sich deshalb umso stärker daran gemacht, diese Scharte auszuwetzen und das nie wieder sozusagen unumkehrbar zu machen und den Rechtsstaat, der in seinen Strukturen materielle Sicherung der Sphäre der Bürger, Durchsetzung durch Gerichte überliefert war, noch wehrfähiger zu machen. Und wenn man die Verfassungsgeschichte der alten Bundesrepublik heute schreibt oder liest, wird man feststellen, dass genau dies passiert ist. Es erfolgte eine umfassende Konstitutionalisierung des Verwaltungsrechts, worunter man versteht, dass man die ganzen alten Gesetze aus der Weimarer Republik und der Kaiserzeit auf einmal im Lichte des Grundgesetzes und seiner Grundrechte neu interpretiert hat und Grenzen erkannt hat, die die Vorväter so nicht erkannt haben, dass man Tausende von subjektiven öffentlichen Rechten zutage gefördert hat in Vorschriften, die der Gesetzgeber eigentlich gar nicht als subjektiv öffentlich-rechtlich konzipiert gedacht hat. Und dass man mit Hilfe der Gerichte, nicht zuletzt des Bundesverfassungsgerichts, diesen ganzen Prozess perfektioniert hat. Das geht in den folgenden Jahrzehnten dann auch im Zivilrecht und im Strafrecht ist immer noch nicht abgeschlossen, so weiter. Aber der Prozess ist sagen eindeutig und es ist sagen eindeutig, als würde man den Schlussstein in dem Gewölbe des Rechtsstaats nach 1949 gebaut haben wollen. Kritik gab es angesichts der historischen Vorläufe natürlich wenig. Erst in den späten 80ern gibt es Warnungen vor einer Richterherrschaft, einem Gouvernement des Juges, Forderungen nach Judicial Restraint, der Einführung von Political Question Doctrines und Ähnliches, ohne dass das Ganze allerdings wirklich verfangen hätte. Das Bundesverfassungsgericht wurde ja letztes Jahr 70 Jahre. Zu seinem 60. Jubiläum haben mehrere Kollegen ein Buch geschrieben, das das entgrenzte Gericht hieß. Davon ist eigentlich nur übrig geblieben, dass sie jetzt sich darüber beklagen, dass das Gericht viel zu zahm dem Gesetzgeber in die Parade fährt. Dass es eine Entgrenzung geben könnte, kann man, so meine Wahrnehmung, nicht mehr hören, was eben zeigt, dass dieser historische Pfad zur Etablierung des Rechtsstaats vielleicht nicht alternativlos war, aber doch relativ fest gefügt und unangefochten in unsere Wirklichkeit prägt und die Strukturen unseres politischen und gesellschaftlichen Lebens. Zum Rechtsstaat, der in verschiedenen Vorschriften des Grundgesetzes verankert ist, gehören, wie gesagt, dieser formelle Rechtsstaat mit Vorbehalt und Vorrang des Gesetzes, die Grundrechte, die Gewaltenteilung, eine erschwerte Abänderbarkeit der Verfassung und viele andere Garantien. Das zähle ich Ihnen jetzt hier nicht auf. Ich sage Ihnen nur, es ist da und es ist mit eine der zwei, drei wichtigsten Strukturen unseres Lebens. Auf einen Punkt gebracht, geht es darum, politische Macht zu mäßigen und Richtern, Gerichten die Aufgabe zuzuweisen, diese Mäßigung, soweit sie vom Recht vorgesehen ist, auch durchzusetzen.
vor einem Gouvernement des Juges, vor dem unsere französischen Freunde noch heute Angst haben, haben die Deutschen keine Angst, offensichtlich. Nicht weniger wichtig als der Rechtsstaat ist der Bundesstaat, über den Wolfgang Karl ja schon ein bisschen was gesagt hat, zumindest was sozusagen meine Arbeiten in diesem Zusammenhang angeht. Teilhaben lassen möchte ich Sie, was dieses bundesstaatliche Erbe angeht, an einer netten Anekdote, dass nämlich der Name unseres Staates, Bundesrepublik Deutschland, in der Sache wohl von keinem Geringeren stammt als von Montesquieu, der, als er 1748 mal eine Reise durch Süddeutschland gemacht hat, das Heilige Römische Reich in seinem parzellierten Zustand damals als Republik Föderative d'Allemagne beschrieben hat, nicht Föderal d'Allemagne, aber föderativ ist nicht so weit weg von föderal, ob die Mütter und Väter des Grundgesetzes und Theodor Heuss, auf den der Name im Parlamentarischen Rat zurückgeht, das wussten, konnte ich bisher nicht feststellen, aber ich finde, es ist eine nette Reminiszenz, das zu wissen. Und es ist auch eine nette Reminiszenz zu wissen, dass die Amerikaner die Federalist Papers bei der Ausarbeitung ihrer Verfassung und bei der Austarierung ihres föderalen Gefüges über Montesquieu auf das Heilige Römische Reich geguckt haben. Dieses föderale Erbe hat sich über die Befreiungskriege, den Wiener Kongress, die Paulskirchenverfassung, Weimar, bis in das Grundgesetz erhalten. Die Alliierten haben in den Frankfurter Dokumenten, mit denen sie den Ministerpräsidenten den Auftrag erteilt haben, eine Verfassung auszuarbeiten, darauf bestanden, dass sie sich um eine betont föderalistische oder eine Verfassung betont föderalistischen Typs handeln müsse. Und insofern spielt der Bundesstaat im Grundgesetz eine zentrale Rolle. In unserer Ewigkeitsgarantie ist er sogar dreimal gegen Änderungen abgesichert. Die Länder genießen Verfassungsautonomie. Und wenn der Bund nicht zuständig ist, sind es die Länder nach den Mechanismen, die das Grundgesetz enthält. Und immer wieder hat auch das Bundesverfassungsgericht, behalten Sie es vielleicht im Hinterkopf, wenn wir später über den EuGH reden werden, die Länder bestärkt in ihrer Zuständigkeit bei der Deutschland Fernsehen GmbH, dem Adenauer Fernsehen, beim Staatshaftungsgesetz, beim Altenpflegegesetz und einer ganzen Reihe anderer Fälle. Je nachdem, wie man zählt, kommt man schon auf mehrere hundert Fälle, in denen das Bundesverfassungsgericht Bundesregelungen beanstandet hat, weil sie die Zuständigkeit der Länder verletzt haben. Manchmal geht es natürlich auch umgekehrt, wie das Beispiel des Berliner Mietendeckels zeigt oder letzte Woche, weil ich da auch Berichterstatter war, die Entscheidung zu den Bremer Häfen, wenn das Grundgesetz eindeutig dem Bund die Zuständigkeit zuweist, dann können die Länder das natürlich nicht unterlaufen. Trotzdem, so schön der Text dieser Strukturvorgabe Föderalismus ist, in der Praxis ist sie erosionsbehaftet und wird sie an vielen Stellen unterlaufen. Es hat zig Änderungen des Grundgesetzes gegeben, die dem Bund mehr Zuständigkeiten zugewiesen haben. Der Bund hat im Zweifel alle Zuständigkeiten abschließend, nicht alle, aber sehr viele, die meisten, abschließend in Anspruch genommen. Und selbst wenn es mal Fälle gegeben hat, wo man einen Spielraum der Länder entstehen sah, bekamen die Handelnden in Berlin oder Bonn, einschließlich der Ländervertreter, sofort kalte Füße und haben
die Landeszuständigkeiten beschnitten und die Möglichkeiten des Bundes zu legiferieren, Gesetze zu erlassen, weiter ausgebaut. Man hat geduldet, dass Bund und Länder in Mischkonstellationen zusammenwirken, obwohl die Verantwortung dort nicht klar ist und der Grundsatz viele Köche verderben den Brei natürlich auch in der Politik gilt, aber vor allem die Wählerin und der Wähler nicht weiß, ob sie jetzt die Regierung in Stuttgart oder die Regierung in Berlin verantwortlich machen soll, also die Demokratie auf diese Weise unterlaufen wird. Und man duldet auch heute noch zahlreiche Fälle von Mischfinanzierung, die eigentlich im Grundgesetz so nicht vorgesehen sind. Was den Ländern vor allem geblieben ist, ist, dass sie für die Verwaltung, die Ausführung der Bundesgesetze neben ihren eigenen Gesetzen zuständig sind und den Schwerpunkt der Gerichtsbarkeit stellen. Trotzdem, Wolfgang Karl hat das schon angedeutet, ich hatte 2004 die Ehre, das Gutachten über die Änderung der bundesstaatlichen Ordnung für den Deutschen Juristentag zu erstellen. Und ich habe mich immer gefragt, woran liegt das eigentlich, dass wir in Sonntagsreden und im Text den Föderalismus so hoch halten und wenn es dann darauf ankommt, doch eher die Republik une indivisible vorziehen. Sozialpsychologen sagen, das ist eben die lange Erfahrung mit dem zerfallenden Heiligen Römischen Reich, mit kaiserlosen, schrecklichen Zeiten, wie es bei Schiller heißt, und einer fehlenden Zentralmacht, die die Leute schützen konnte. Da mag was dran sein. Aber jenseits dieser historischen Gründe hat, und das ist meine tiefe Überzeugung, die föderalistische Ordnung unseres Landes sehr viele strukturelle Vorteile. Sie schafft eine vertikale Gewaltenteilung, indem sie verhindert, dass alle Macht im Kanzleramt sich ballt. Sie schafft eine bessere Freiheitssicherung, weil es dezentrale Regelungen gibt. Sie erhöht die demokratischen Mitsprachemöglichkeiten, weil man auf Landesebene nicht nur den Landtag wählen, sondern auch Bürgerentscheide und Volksentscheide und Volksbegehren machen kann. Sie ermöglicht flexiblere, ortsnahe, problemgerechtere Lösungen und sie erleichtert die Integration heterogener Bevölkerungsteile, regionaler Unterschiede in den Gesamtstaat. Es wird meines Erachtens zu wenig beachtet, dass wir das einzige große Land in Europa sind, bei dem es keine separatistischen Tendenzen gibt, von der Bayernpartei und den Freien Sachsen mal abgesehen. Aber beide kann man nicht wirklich ernst nehmen. Die dritte Strukturvorgabe, die offene Staatlichkeit. Das Grundgesetz verpflichtet die Bundesrepublik Deutschland, an der europäischen Integration mitzuwirken, sich kollektiven Sicherheitssystemen anzuschließen, die allgemeinen Regeln des Völkerrechts zu achten und eine auf Bewahrung und Wiederherstellung des Friedens gerichtete Politik zu betreiben. Mein verstorbener Münchner Kollege Klaus Vogel hat das schon 1964 als die offene Staatlichkeit bezeichnet, die in verschiedenen Artikeln niedergelegt ist, aber ein Gesamtkonzept und insofern eine Struktur darstellt. Damit ist auch verbunden, spezifisch, die in Artikel 23 enthaltene Verpflichtung an der Gründung und der Weiterentwicklung der Europäischen Union, die diesen bestimmten Kriterien, Struktursicherungsklausel, genügen muss, mitzuwirken und gleichzeitig die eigenen Maßstäbe entsprechend zurückzunehmen. Denn ein Europa von 27 Mitgliedstaaten kann natürlich, und das hat das Grundgesetz schon eingepreist, nicht funktionieren, wenn alle ihre Standards, ihre Strukturen zu 100% durchsetzen wollen. Der Anwendungsvorrang des Europarechts, auch vor Vorgaben des Grundgesetzes, ist
vom Grundgesetz nicht nur zugelassen, sondern gewollt, allerdings nicht schrankenlos, sondern in Grenzen, die Artikel 23 und 79 Absatz 3 ausdrücklich benennen. Daraus folgt unter strukturellem Blickwinkel, dass das Grundgesetz sozusagen eine Andockstelle für die europäische Rechtsordnung enthält. Von mir aus das Schraubgewinde, in dem das deutsche Tischbein in die Tischplatte der Europäischen Union eingeschraubt wird. Und jetzt zu dieser Tischplatte. Auch wenn die Europäische Union keine Verfassung im eigentlichen Sinne hat, so erfüllt das Primärrecht doch alle Funktionen, die im Nationalstaat der Verfassung zukommen. Von der Bestandssicherung über die Integrationsfunktion bis zu einer sozusagen inspirierenden, Zielvorgaben enthaltenen Funktion. Das ist vielfach durchdekliniert worden. Und dieses Gebilde prägen aus meiner Sicht drei Strukturprinzipien besonders. Zunächst die Frage, wie kann man sich diesen Tisch vorstellen? Der Europäische Gerichtshof hat 1964 schon damit angefangen, diese Verschraubung anders zu interpretieren, als es das Grundgesetz bottom-up oder aus der Froschperspektive oder nehmen Sie, welches Bild Sie auch immer wollen, nahelegt. Er geht davon aus, dass mit der Gründung der Europäischen Union ein autonomes, von den Mitgliedstaaten losgelöstes Gebilde entstanden ist, das aus eigenem Recht und unabhängig davon funktioniert. Deswegen können die Mitgliedstaaten nach Vorstellung des Gerichtshofs, und er hat das sozusagen in den letzten Jahren immer stärker ausgebaut, die Verträge nicht mehr beliebig ändern, keine anderen Verträge, etwa beim Europäischen Währungsraum, beim Einheitlichen Patentgericht, nur unter bestimmten Umständen daneben stellen, kann die Europäische Union, obwohl das ausdrücklich im Vertrag drin steht, der Europäischen Menschenrechtskonvention nicht ohne weiteres beitreten. Das ist die Idee dieser autonomen Rechtsordnung, die sich, anders als das Grundgesetz, das sich auf das deutsche Volk stützt, sozusagen aus sich selbst heraus erklärt, ein bisschen wie so ein Deus ex machina. Karlsruhe, die deutsche Staatsrechtslehre, die Bundesregierungen aller Couleur haben das immer anders gesehen und haben immer darauf bestanden, dass die Grundlage der Europäischen Union die völkerrechtlichen Verträge sind, die ja letztendlich durch den Bundestag und den Bundesrat auch ratifiziert werden müssen. Und dass die Mitgliedstaaten, so wie es in der Rechtsprechung aus Karlsruhe seit 40 Jahren so schön heißt, Herren der Verträge sind und bleiben, mit der Konsequenz, dass sie, wie das Beispiel Brexit zeigt, aus der Europäischen Union auch austreten können. Auf dieser Grundlage, wenn die Mitgliedstaaten und ihre Verfassungen über die Reichweite der Mitgliedschaft in der Europäischen Union entscheiden, ist es ganz klar, dass es auch Grenzen für diese Mitgliedschaft geben kann, die bei der Autonomiekonzeption irgendwie keinen Aufhänger finden. Und diese Grenzen werden in der deutschen Doktrin und Rechtsprechung einerseits durch das Integrationsprogramm gezogen, also den Inhalt der Verträge, was man der Europäischen Union übertragen hat, soll sie auch machen, aber nicht mehr, und durch die Verfassungsidentität
was der verfassungsändernde Grundgesetzgeber in Deutschland nicht anrühren darf, darf auch die europäische Integration nicht anrühren, steht sogar ausdrücklich so im Grundgesetz drin. Demokratisch legitimiertes europäisches Handeln in Deutschland, deshalb nur insoweit, als der Bundestag ihm auch zugestimmt hat, durch die Ratifizierung der Verträge. Was richtig ist, darüber gehen die Meinungen seit Jahrzehnten auseinander. Es gibt Kollegen, die meinen, das sei im Grunde ein religiöses Glaubensbekenntnis, wo man sich entweder für die eine oder für die andere Seite entscheiden müsse. Ich glaube, das ist nicht so. Ich glaube, dass es eine Fülle von rationalen Argumenten gibt, die dafür sprechen, dass die Sicht des Bundesverfassungsgerichts, der deutschen, der nationalen Rechtsordnung vorzugswürdig ist. Zum einen ist die Autonomie nirgends in den Verträgen niedergelegt. Zum Zweiten ist auch der Anwendungsvorrang nicht in den Verträgen niedergelegt. Es gibt ein verschwurbeltes Protokoll, das aber auf den Status quo ante verweist und durch eine Reihe von Interpretationsbedingungen eigentlich deutlich macht, dass man daran, wie die Lage seit 1951 war, nichts ändern wollte. Der Versuch des Verfassungsvertrages, diesen Vorrang ausdrücklich in die Verträge aufzunehmen, ist am Widerstand der Mitgliedstaaten gescheitert. Die Mitgliedstaaten entscheiden darüber, wie die Verträge aussehen und ratifizieren sie. Es gibt verschiedene Verfahren, die alle auf die nationalen Verfassungen der Mitgliedstaaten verweisen. Es gibt eine Fülle von sonstigen sogenannten Evolutivklauseln, die alle nur Platz greifen, wenn die Mitgliedstaaten das, so sagt es das Europarecht, gemäß ihren verfassungsrechtlichen Bestimmungen ratifizieren. Auch die Eigenmittel, die Finanzierung der Europäischen Union geht nur, wenn die Mitgliedstaaten das gemäß ihren verfassungsrechtlichen Bestimmungen so gebilligt haben. Vor diesem Hintergrund, ich habe das vielfach aufgeschrieben, aber das würde jetzt in den Rahmen sprengen, glaube ich, spricht viel dafür, dass diese Autonomie-These ein frommer Wunsch ist. Aber eine falsche These wird nicht dadurch richtig, dass man sie wiederholt. Und der Umstand, dass diese Karlsruher Sicht, die deutsche Sicht, in fast allen Mitgliedstaaten, mit Ausnahme der Niederlande, wo die Gerichte die Verfassung nicht anwenden dürfen, in konkreten Fällen Gefolgschaft gefunden hat. Und alle anderen Mitgliedstaaten das genauso sehen, spricht vielleicht auch dafür. Wenn Grundlage der Europäischen Union also die Verträge sind, dann ist Grundlage ihrer Kompetenzverteilung, und damit komme ich zum vorletzten Punkt, das, was die Verträge der Europäischen Union und den einzelnen Organen zuweisen. Das nennt man das Principle of Conferral, die Kompetenz d'Attribution oder das Prinzip der begrenzten Einzelermächtigung. Dieses Prinzip sagt eben, was die nationalen Parlamente nicht aus ihrer Zuständigkeit herausgegeben haben und damit ihre Wählerinnen und Wähler ja daran gehindert haben, über die Wahl des Bundestages über solche Fragen noch zu entscheiden, ist nicht legitimiert und ist weiter im Zuständigkeitsbereich der Mitgliedstaaten. Und das unterstreicht sozusagen die vertraglichen Grundlagen der Europäischen Union. Und es unterstreicht auch die Idee des Grundsatzes der Volkssouveränität. Denn wenn europäische Organe, ohne demokratisch dazu ermächtigt zu sein, Maßnahmen, Verordnungen, Richtlinien, Beschlüsse fassen, die Ihre und meine Rechte betreffen, dann werden wir einer öffentlichen Gewalt ausgesetzt, die wir nicht legitimiert haben und die wir auch nicht abwählen können, weil es keine Rechtsgrundlage für das gibt, was hier gemacht worden ist.
Das Handeln jenseits der Ermächtigung ist sozusagen insofern ein Verstoß gegen den Grundsatz der Volkssouveränität, nicht nur in Deutschland, sondern in allen Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Soweit die abstrakte Sicht. Wie schaut es in der Wirklichkeit mit diesem Prinzip der begrenzten Einzelermächtigung aus? Da kann ich sagen, düster. Ich habe 2016, als Berichterstatter für das OMT-Verfahren war, die gesamte Rechtsprechung des Gerichtshofs zwischen 1951 und 2016 durchgemustert und bin auf 4 Fälle gestoßen, in denen der Gerichtshof gesagt hat, die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft und später die Europäische Union hat für eine bestimmte Sache keine Kompetenz. Es gibt eine Fülle von Entscheidungen, wo er gesagt hat, das falsche Verfahren, die Anhörungsbefugnisse sind nicht erfüllt, der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz ist nicht beachtet worden, für nichtig erklärt hat er viele Rechtsakte. Aber eine Verneinung von Verbandszuständigkeit findet man nur 4-mal. Und ein Fall betrifft die Tabakwerberichtlinie. Da hat er 3 Jahre später gesagt, na, mit anderer Begründung geht es doch. Ein Schiedsrichter zwischen der Union und den Mitgliedstaaten, der in Zehntausenden von Entscheidungen in 70 Jahren nur 4-mal zugunsten der mitgliedstaatlichen Ebene entscheidet, wirft jedenfalls Fragen auf. Das Bundesverfassungsgericht, das ja eine vergleichbare Rolle zwischen Bund und Ländern wahrzunehmen hat, kommt auf mehrere hundert entsprechender Fälle. Das habe ich vorhin gesagt. Das, finde ich, ist ein Problem. Und das zeigt, dass bei der Austarierung der europäischen Rechtsordnung, des Prinzips der begrenzten Einzelermächtigung, noch Luft nach oben ist. Ein Instrument, wie man in der gesamten europäischen Rechtsgemeinschaft das bewerkstelligen kann, sind die Kontrollvorbehalte, die das Bundesverfassungsgericht und andere Verfassungsgerichte der Mitgliedstaaten entwickelt haben, die Identitätskontrolle und vor allem jenseits der Zuständigkeiten die Ultravires-Kontrolle. Wenn die Verfassungsgerichte der Mitgliedstaaten in krassen Fällen, wenn es offensichtlich ist und wenn es strukturell bedeutsame Fragestellungen betrifft, auch ein Auge darauf haben, ob bei Recht, was durch deutsche Behörden und Gerichte vollzogen werden muss, eigentlich die Kompetenzgrundlage stimmt. Sie den Europäischen Gerichtshof damit konfrontieren, weil sie es ihm vorlegen, idealtypisch die richtige Antwort bekommen, zumindest eine vertretbare Antwort, dann wird der Zustand sich bessern. Bisher ist auch da noch Luft nach oben. Und der von Herrn Karl angesprochene Fall des PSPP-Urteils und Programms, bei dem wir den EuGH ja auf der Basis einer gemeinsam entwickelten Konzeption, wie man Ankaufprogramme der Europäischen Zentralbank kontrolliert, gefragt haben, ob denn die gemeinsam erarbeiteten Standards hier beachtet werden, zeigt, dass das noch nicht alles perfekt ist, sonst wären wir nicht zu dem Ergebnis gekommen, zu dem wir gekommen sind. Letzter Punkt. Besondere Strukturprobleme ergeben sich schließlich im Bereich des Grundrechtsschutzes. Sie müssen sich vorstellen, dass wir alle in Deutschland 4 verschiedene Grundrechtsschutzregime haben. Die baden-württembergische Verfassung, wo Sie zum Verfassungsgerichtshof in Stuttgart gehen können.
Das Grundgesetz muss nach Karlsruhe gehen können wegen Grundrechtsverletzungen. Die Europäische Menschenrechtskonvention muss nach Straßburg gehen können, wenn sie in Karlsruhe oder Stuttgart keinen Erfolg gehabt haben. Und den Europäischen Gerichtshof in Luxemburg für Akte der europäischen Organe und Akte der Mitgliedstaaten bei der Durchführung des Rechts der Union, was ziemlich viel ist. Ich habe den Satz, viele Köche verderben den Brei, vorhin schon mal gebracht. Aber es wäre naiv zu glauben, dass je mehr Abhilfemöglichkeiten wir bei Grundrechtsbeeinträchtigungen bekommen, dass auch für den Grundrechtsschutz im Ergebnis förderlich wäre. Wenn Sie unterschiedliche Spruchkörper mit derselben Frage betrauen, ist das Risiko, dass Sie zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen, weil Menschen halt alle keine Klone sind und unterschiedlich denken, unterschiedlich sozialisiert sind, relativ groß. 4 verschiedene Ebenen von Grundrechtsschutz erinnern deshalb eher an den Turmbau zu Babel im Bereich des Grundrechtsschutzes als an ein solides, die rechtsunterworfenen Bürgerinnen und Bürger effektiv schützendes Regime. Vor dem Hintergrund hat sich in den letzten 2 Jahren die Einsicht breit gemacht, da wir es nicht schaffen, diese 4 Ebenen wirklich von der Zuständigkeit voneinander abzugrenzen, ist ein synthetischer Ansatz die einzige Lösung. Wir erkennen, das steht im EU-Vertrag mit Blick auf die Europäische Menschenrechtskonvention und die Verfassungsüberlieferung der Mitgliedstaaten so drin, ausdrücklich in Artikel 6 Absatz 3 und in Artikel 52 Absatz 4 der Charta. Das ergibt sich aus der Rechtsprechung vieler Verfassungsgerichte inzident, dass diese 4 Länder, lasse ich jetzt mal außen vor, dass diese 3 Grundrechtsgarantien im Wesentlichen 3 Äste aus einer Wurzel, aus der Wurzel eines Baumes sind und dass sie funktional im Wesentlichen vergleichbar sind. Sie sind alle 3 Ausprägungen universaler, jedenfalls gemeineuropäischer Werte. Und wenn man sich das im Einzelnen anschaut, mein Senat hat das in seinem Ökotox-Beschluss vom 27. April letzten Jahres auch ausgeführt, dann stellt man fest, alle diese Grundrechtskataloge wurzeln in der Garantie der Menschenwürde und sehen in den Grundrechten Konkretisierungen dieser Menschenwürde. Alle diese Garantien schützen vor Eingriffen öffentlicher Gewalt, aber sie enthalten zugleich objektive Wertentscheidungen, die auch im Verhältnis zwischen Privaten gelten. Alle diese Grundrechte, Grundrechtsgarantien kennen Verhältnismäßigkeitsgrundsatz, Wesensgehaltsgarantien und Ähnliches und kommen meistens auch, nicht in allen Fällen, meistens auch zu denselben Ergebnissen. Wenn sie zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen, liegt das meistens daran, dass es einfach unterschiedliche Personen sind, die darüber entscheiden, weniger an der Quelle, dem inhaltlichen Substrat der Garantie. Und vor diesem Hintergrund werden wir, wie andere Verfassungsgerichte auch, in Zukunft viel stärker als bisher bei der Auslegung des Grundgesetzes nicht nur die Menschenrechtskonvention, sondern auch die Charta und vergleichbare Rechtsprechungen anderer europäischer Verfassungsgerichte berücksichtigen. Wir bauen extra Abteilung zur Rechtsvergleichung auf, damit das sozusagen substanziierter und valider geschehen kann, als sozusagen aus der zufälligen Expertise des jeweiligen Berichterstatters heraus. Und andere Gerichte machen das auch. In gleicher Weise muss man bei der Auslegung der Charta, was die Verträge ohnehin vorgeben, die Menschenrechtskonvention und die gemeinsamen Verfassungsüberlieferungen der Mitgliedstaaten berücksichtigen. Das Bundesverfassungsgericht hat jetzt
71 Jahre Zeit gehabt, Grundrechte zu konkretisieren und hat dabei 159 Entscheidungsbände fabriziert. Die sind nicht Makulatur, sondern sind Teil des gemeineuropäischen Erbes, das auch bei der Auslegung der europäischen Grundrechte Berücksichtigung findet. Sie nicht dominiert, nicht die einzige Maßstab, aber entsprechend seiner Überzeugungskraft und der Validität der Argumente dort Berücksichtigung finden muss. Das heißt, der Grundrechtsschutz ist eine Struktur, die uns verklammert und zu einer Konvergenz der Grundrechtsgarantien in den Mitgliedstaaten führen wird. Ich komme zum Schluss. Nach alledem hängt im Verfassungs- und Europarecht viel, wenn nicht sogar alles von der richtigen Erfassung der Strukturen ab. Rechte und Pflichten im Verhältnis von Bürger und Staat. Die Rolle der Gerichte bei der Durchsetzung subjektiver Rechte. Die Zusammenarbeit von Bund und Ländern im Bundesstaat und mit ihr das demokratische Legitimationsniveau staatlichen Handelns. Das Zuständigkeitsarsenal der Europäischen Union und der Grundrechtsschutz in und gegen Europa sowie die Kontrolle durch die Gerichtshöfe in Luxemburg, Straßburg und Karlsruhe, Rom, Wien und so weiter. Das sind keine Quisquilien für Juristen und Technokraten. Nur wer die Strukturen begreift, kann sie bewahren, Gefahren, die für sie bestehen, wehren oder Missstände, die auftauchen, beseitigen. Das gilt für Politiker, Beamte, Richter, Wissenschaftler, Journalisten, letztlich für jeden, der für unser Gemeinwesen Verantwortung übernehmen will. Von der zutreffenden Erfassung der Strukturen und ihrer ernsthaften Beachtung hängt aber auch ab, ob Bürgerinnen und Bürger in Deutschland und der Europäischen Union auf das politische Leben effektiv Einfluss nehmen können und ob sie in der Lage sind, ihr persönliches und berufliches Leben selbstbestimmt und frei von Diskriminierungen zu gestalten. Vielen Dank.